Da? Da hier in Elite gesehen. Ja. Der war aber jetzt gut weg. Nee, der portet sich weg. Oder ist dann noch einer? Also ich schätze mal, dass das Elite sind. Okay, jetzt bin ich bald um den ganzen See herum. Da ist schon das Portal. Besiege den Propheten, ja. Yeah. Boss, sagst du? Ja, okay, irgendwas ist hier. Muss nur kurz, meine Gestalt dauert noch ein bisschen. Ich habe sie eben erst ablaufen lassen. Prophet wird nicht einfach sein, schätze ich mal hier. Wenn alle anderen schon so Damage machen, ist der Prophet... Zum Fick. Da schaut immer so, als ob die weg wären und dann sind sie doch wieder da. Okay, das ist eine Offhand, brauche ich nicht, will ich nicht. Das ist das Ding. 40. Das habe ich ja schon, glaube ich, angehabt. Schild ist egal. Mit der Brust bin ich mir nicht ganz sicher, denn ich profitiere ja von Geschwindigkeit und die macht Geschwindigkeit. Hier ist der Prophet anscheinend. Hallo Prophet, wo bist du? Hier. So ein Nahkampfgeil oder was? Boah, ich habe die Gestalt verloren so schnell. Ich wollte mich noch gegenheilen eigentlich, aber... Ach, das Ding hat so ein AOE. Boah! Ich bin da nicht rausgekommen. Ich hätte weiter wegblinzen sollen. Ich hätte weiter wegblinzen sollen. Die HP bleibt bei dem. Oh, wow, 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 wow. Chill, chill, chill. Was kommt denn jetzt? Töte den. Ja, okay. Den auch noch oder was? Sicher. Warum denn nicht? Treffe den noch gar nicht, oder? Treffe ich den? Aua. Okay. Passt, habe ich lang genug die Gestalt halten können. Schön. Sprich mit der verstoßenen Seherin. Okay. Dann haben wir diese Zeit. Oh mein Gott, was ist denn hier? Was zum Fick ist denn hier? Ich habe gar keinen Platz. Ich habe so viel Müll. Warte mal. Ganze Scheiße hier weg. Das sind ja Sachen, die ich brauche. Wow, wie viel hat denn der gedroppt, der Typ hier? Aber wenn ich jetzt nochmal hin und her porte, ist er wieder da? Egal, lass testen. Ich schätze ja. Weil ich glaube, alles was... alles spawnt wieder, wenn du einmal weg bist. So hat mir das Spiel das bis jetzt beigebracht. Selbst wenn du außer Range läufst. Und wieder zurück und spawnt alles wieder. Kritische Trefferchance. Ich muss diesen Ring mal nehmen, ey.
Ich muss diesen Ring mal nehmen. Nahkampfangriffsgeschwindigkeit ist schon sehr geil. Weniger sondern weniger. Ja, aber Nahkampfangriffsgeschwindigkeit ist doch mein Hauptding. Deswegen überlege ich die Brust. Bei Treffer eine Sekunde lang Hass zu erhalten. Ja, da nehmen wir einfach Scheiß drauf. Minus Fertigkeitspunkt Schnitter. Ach, das check ich jetzt. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ich bin ja auch ein bisschen wild. Das stand jetzt schon bei einigen Rüstungen plus Fertigkeit irgendwie plus ein Punkt. Und ich dachte, ich kann dann zwei Golems beschwören. Aber natürlich, es ist einfach ein Punkt in dem Tree drin. Mhm. Das ist ja meistens so, klar. Klar, 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 klar. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich kann ja diese Ding hier reintun. Yes. Und dann schauen wir halt mal. Verkauf mal den Rest und fertig. Ich bin jetzt auf Speed halt gegangen. Weil mein Bild ist eigentlich auf Speed. Einfach auf Speederino. Okay, der Boss ist nicht da, schätze ich mal wegen Event. Aber ein anderer wilder Typ ist hier. Ach, der wieder, ne? Von eben. Der ist jetzt immer da, wenn wir herporten. Ist das irgendwie nicht ein bisschen OP? Kann man da nicht ein bisschen krass farmen hier? Ich werde ihn schon wieder nicht auf First Try schaffen, schätze ich mal. Und doch. Okay, jetzt ist der auch wieder da. Ja, wusste ich, dachte ich mir. Ja, ist halt so. Ist halt so vom Ding her, vom Spielprinzip. Wenn du eine Gegend geklärt hast und dann nochmal hinkommst, geh doch mal hier weg. Ja, dann ist alles wieder da. Aber droppen tun sie nichts. Aber so kannst du, wenn du willst, einen Bosskampf immer wieder üben, auch wenn das jetzt halt kein Boss ist. Oder doch? Jo. Hä? Okay. Der Loot ist da. Ich meine, ich habe jetzt hier 1000 Sachen hier. Ich will das Blaue nehmen, oder? Ja. Ich glaube, das Weiße ist wurscht. Lieber das Blaue nehmen. Das hier, ich glaube... Was ist denn vom Ding hier? Blau und Gelb oder was? 18 und Blau gibt nur 22, je nachdem. 10. Ich weiß gar nicht, was höher ist. Welche Farbe. Keine Ahnung. Alles wieder aufgetaucht. Doch, mein Loot ist noch da. Dann... Porte ich erstmal zur Quest, das ist ein anderes Zeitalter. Hier ja, wo ich halt schon vorhin war. Und dann würde ich kurz Portal nehmen. Jawohl. Verköfen und wieder zurück. Ist lustig, dass die Karte, also ich weiß ja, wenn du eine Gegend neu betrittst, wird sie glaube ich neu generiert und alle Mobs und alles. Aber auch die Stadt an sich... Ist dann so, als ob du nie da gewesen bist. Ist auch wild. Weil du deckst es ja alles auf. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt mit dem jetzigen Gear den
Oh nee, falsch. Ich bin ja, oh mein Gott, ich bin falsch. Ich habe jetzt die ganze Scheiße hier reingetan. Ich wollte verkaufen. Yes. So. Okay, dann nochmal zurück und schauen, ob der... Ob jetzt die Quest funktioniert, das wollte ich sagen. Jetzt halt nochmal einen neuen Golem beschwören. Gehen wir wieder hoch. Wir sind, glaube ich, hier runtergegangen. Hier sind wir ja in die Zeit. Den See gerettet. Dadurch, dass ich das Mikrofon jetzt wieder so nah habe, ist die generelle Lautstärke von mir ein bisschen leiser, weil ich hatte das Ganze ja auf Raumklang und dann war ja alles auf sehr, sehr laut. Habe ich auch beim Cutting gesehen, war halt extrem laut. Jetzt ist es halt ein bisschen leiser, aber ich mache beim Schneiden die ganzen Sachen immer um 3 Dezibel lauter, damit es wieder das mal Lautstärke hat. Aber es ist kein Vergleich zu früher. Die alten Aufnahmen, die ich hatte, da mache ich bis zu 16 bis 20 Dezibel lauter. Weil es so leise war. Keine Ahnung. Was das für eine Kacke war. Roy. So, okay, nochmal die Chest hier. Gegen einen Schmarrn hier drin. Okay. Decken wir die Karte auf, wo wir schon mal waren. Und wir werden trotzdem mit jedem sprechen, hier kurz auch mal kurz Hallo sagen. Die kennen es ja nicht mehr, wir wissen, wir waren schon mal da. Auch in dieser Epoche. Okay, dann nochmal die Quest. Zack, probieren. Jo, gewartet, zack. Arikfin, bin bereit. Jetzt hat passiert, was seht ihr? Verteidige die Seherin. So habe ich mir das vorgestellt. Das kriegen wir vorher nicht. Und ich schätze mal, hier am Schluss kommt ein etwas größerer Gegner. Wir skillen dann das Level beim nächsten Level. Wir haben ja bald wieder eins. Brücke kämpfen ist AW-Sommel. Ist AW-Sommel hier schön, kann man noch dodgen und alles nicht eng und so. Brücke kämpfen ist Beste. Eins, eins, oh mein Gott. Ich wollte mich gerade jucken in der Nase. Und auf einmal sinkt meine HP so krass. Von was denn, Alter? Dieser Wichser wieder da, oder was? Ah, dieser Große, ne? Die Sirenenscheiße hier. What the fuck, Alter? Dieser Damage, der hier reinkommt. Boah. Das ist ja anders, also... Ah, hier sind noch welche. Ach, die sind sogar noch zum Event, aber hatten keinen Bock anzugreifen. Finde ich gut. Dann haben die halt nicht gestört. Dann haben die nicht gestört. Okay, kehre zurück, habe ich. Quest abgeschlossen. Ist gar nicht so viel, 600 Erfahrung. 2 Striche haben wir noch. So, Reise nach Tetima im Westen. Jo, bla, bla. Dankeschön. Ah, guck mal, ich kann zwar nicht hin, ich habe mir aber hier schon frei gekämpft. Vorhin, als ich in die falsche Richtung bin. Weil ich gedacht habe, ich muss den Weg um sie herum clearen. Ja, jedes Mal so Laser. Ist gut. Gut. Bisschen Heiltränke, können wir die Gestaltung verlängern.
Wieso hat jetzt irgendwie jeder zweite Laser? Sind die alle besoffen oder was? Wieso hat jetzt jeder irgendwie so einen scheiß Laser? Das ist auch frech. Zauberschaden, nee, will ich nicht. Auch nicht, auch nicht. Wird schon passen, weiter geht's. Imagine, man kann einfach normal sitzen, ohne Schmerzen zu haben. Dann könnte man das Spiel mal zwei, drei Stündchen länger daddeln hier. Das wäre auch ein Geilometer. Wow, 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 Gestalt vorbei. Okay, der ist hart jetzt, auf einmal. Ich hab keinen Haltrang mehr, lol. Noch hier, jetzt kann ich einen einsammeln. Was war an dem jetzt so besonders? Dass der so lange gebraucht hat. Oh. Yo, schon wieder. Also langsam jeder One-Shot hier. Sollte vielleicht, warte mal, vielleicht doch den hier mal kurz ausmachen und nur auf den hier gehen. Erstmal. Aber nur für die Akolytin, damit ich überhaupt noch mich upgrade hier. Mit dem, was den Filter angeht. Oh, wow, wow, hab ich gesehen, dass da vorne ist eine Elite. Da ist eine Bubble drin. Ja. An, oh Gott, aus dem kommt der Elite raus. Da habe ich ihn schon freigelassen. Okay, ich bin tot. Muss weg. Da ist so ein scheiß Ritter. Ritter auf der Talverrunde. Und ich habe keinen Heiltrank mehr. Kurz warten auf meine Gestalt. Jo, wir können. Oh, und sofort tot hier. Den herum ist so ein scheiß Ding, Alter. Ist hier kein... Nee, kein Haltrank dabei. Um den herum ist so eine komische Aura. Achso, ich hab aber hier... Der mit seinem scheiß Chargen. Der ist gar nicht hier, aber ich muss weg aus diesem Ding. Ich sehe den gar nicht hier, so wie er mir dann hin und her wurschtelt. Was ist denn jetzt? Ach, hier. Boah, weg! Boah, Port wurde glatt ready. Weg, Straße. Yo. Ja, ja, jetzt will ich nochmal hin und her porte, kannst du mich am Arsch lecken. Nee, nochmal hin und her porte. Dann ist er wieder da. Nee, 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 nee. Widerstand, Rüstung, Ausweichwertung, Ausdauer. Grenze, wenn du in letzter Zeit nicht getroffen wurdest. Okay. Ja. Tut mir da nix. Oh, hier Heiltränke. Wo sind denn? Hey, wieso sind denn hier welche gestorben? Was haben wir denn hier veranstaltet, ohne es zu wissen? Lul.
komme ich ohne meine Gestalt gar nicht mehr irgendwo hin. Also. Sofort One-Shot hier. Wie? Kann man nicht mal Splitter passen in den Inventar? Ja, komm, machen wir die nochmal. Jetzt müssen wir irgendwas finden, wo wir ein bisschen mehr aushalten hier. Ich habe jetzt den Mega-Filter ausgemacht, habe den Filter gemacht, dass man... Aber hier, schau mal, hier ist Wächterrüstung. Und das Ding gibt eigentlich an... Bedingung Akolyt. Warum habe ich den Wächter drin? Aktualisieren. Dürfte ich gar nicht looten, ich habe auch kein X gedrückt. Hinzufügen, nichts. Gegenstandstyp. Zweihandwaffen. Der Filter, wie ist denn das jetzt? Der Filter ist das, was ich looten darf oder was ich nicht looten darf? Ich denke, was ich looten darf, oder? Weil hier, warte mal kurz. Hier. Tier 7 Affixe. Wanted. Gesuchte Helme. Erhaltene Gegenstände. Ich glaube, das ist, was ich looten darf, oder? Ist. Warte, ich kann ja hier kurz Pause machen. So, mal kurz nachgefragt hier, wie das ist. Mal schauen, ob wann die Answer kommt. Frage ist halt, ist der Filter da, darf ich das, was ich looten darf, oder das, was ich nicht looten darf? Ich denke, das, was ich dann looten darf, oder? Bei Filter? Filter verstehe ich, hey, ich... Tu das filtern und das darf ich dann. Wenn du was suchst und einen Filter machst, dann suchst du auch nur das. Erhöht LP, generell erhöht kritische, das reicht, das werden aus da, wenn du. Ich tue aber die auch nehmen mal. Wo ist denn meine? Sind denn meine Hand? Achso. Achso, ich dachte, das sind Arme. Das sind. Yes. Mich verarschen? Das sieht doch aus wie Armschienen. Das sind doch keine Handschuhe. Das ist doch voll bescheuert. Das sind doch keine Handschuhe. Nahkampfschaden 43. Lol. Okay. Das ist genauso wie mein Ding. Nee. Jetzt bin ich wieder bei der Kiste, oder? Nee, schon richtig. Okay. Gut, gehen wir zurück, machen wir die nochmal. Ja, ich spiele den gleichen Song nochmal. Let's go, da sind sie alle wieder. Zack, 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 weh. Und wo ist der Elite? Müsste auch irgendwo sein. Ja, hier ist irgendeiner. Achso, ich kann es ja mal testen. Warte mal. Okay, ich habe hier jetzt eine Rüstung. Ich will das Weiße nicht mehr sehen. Shift F.
Neue Regel. Es gibt ja auch einen Guide von dem, aber warum nicht herausfinden? Neue Regel. Hinzufügen. Bedingung hinzu. Achso, nee, bitte. Ja, nee, warte. Gegenstandstyp. Art. Nee, nicht Gegenstandstyp. Stufe. Unterlevel. Max-Level unter Karte, höchstes verwendbares Level? Nee, Schmarrn. Affix. Affixe gegen den Stand. Klassenanforderungen. Klassenanforderungen habe ich doch schon. Stufe Seltenheit. Seltenheit. Set einzigartig. Magie normal. Super. Hä? So heißen die? Selten. Ich sehe nur seltene Sachen jetzt, oder was? Ist kein Unterschied hier. Ist kein Unterschied hier bei dem. Und da auch nicht. Okay, dann nehme ich... Achso, warte mal. Normales Weiß. Magie... Aber ich dürfte ja das Weiß gar nicht sehen und Set. Ich dürfte das Weiß... Hier, schau mal. Das Weiß zeigt er mir trotzdem an. Hat sich da nicht gerade was verändert? Warum ist der Archivzauberstab trotzdem zu sehen? Wenn ich sage, ich möchte nur die. Wenn ich dann nur die mache, ändert sich auch nichts. Ändert sich nichts, aber wenn ich das hier mache, verschwinden die. Okay, das ist hier. Ich dürfte den gar nicht sehen. Alle normalen Gegenstände. Ich möchte nur, dass die. Nur, dass die erhabenen Gegenstände da sind. Obwohl, hier dürfte ja gar keiner sein von den erhabenen. Zack. Machen wir mal das weg. Nur Erhabenen. Geht nicht. Alle Erhabenen anzeigen. Nee. Das funktioniert nicht so. Dann hat dieses Ding... Achso. Ah, Moment. Anzeigen. Neu entfernen. Warte. Wenn ich das hier nehme... Normal... Ausblenden. Aktualisieren. Jetzt habe ich's. Oder? Die normalen Gegenstände sind ausgeblendet. Ja, weil hier ist noch, wenn ich jetzt X drücke, hier ist noch einer. Okay, jetzt also ausblenden. Anzeigen alle akolytisch spezifisch, genau. Außer die weißen nicht mehr. Aber warum, wenn ich ein Filter wegmache, zeigt das es trotzdem nicht an? Okay, ich muss nochmal auf aktualisieren gehen. Der Filter so... Okay, ich muss hier nochmal aktualisieren, hier nochmal aktualisieren. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich habe nicht gesehen, dass man die Option ändern kann. Hier ist noch ein weißes, es geht. Okay. Was ist denn dann die nächste Stufe? Hier ist aber... Achso, das ist irgendwas anderes, ein Affix. Okay. Rein, sortieren. So. Okay, da ist ein Monster, wieder ein Böser. Können wir gleich da rein dodgen, oder? Ist der weg oder ist der nur irgendwie wieder despawned irgendwo? Noch ein böser. Oh, Laser. Ich
Was ist denn höher von der Qualität? Ich muss mal schauen. Dann kann ich mir nur noch die anderen anzeigen lassen, die höher sind. Moment, also... Kurz. Shift F. Jetzt habe ich sie zumindest gecheckt, hier ausblenden alle normalen Gegenstände. Okay, vorhin waren noch hier Farben. Magie, also ich kann mir doch nicht die Magie-Sachen. Also, oder ist es von der Seltenheit so? Normal Magie seltene haben? Hä? Ist Magie eine Seltenheitsstufe? Komische Verteilung. So, wir haben gar nicht mehr gelevelt. Oha. Jetzt habe ich immer... Passt nicht ins Inventar. Und wir müssen Schilder rausnehmen. Wir müssten, warte, wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf Shift F, normale Gegenstände ausblenden und Magie, zack, aktualisieren. Okay, das sind die blauen. Das ist halt nicht nur Magie, sondern das ist halt, das ist echt so. Ich habe jetzt gesehen, die gelben sind schon teilweise teuer, je nach Gegenstand. Okay, dann haben wir die blauen nicht mehr. Dann haben wir nur noch eins höher. Also die gelben. Okay. Verstehe. Also nur für meine Klasse und die blauen nicht mehr. Und wenn ich noch Bock habe, kann ich ja die Schilder extra rausnehmen. Oh, was war denn der Umhang hier? Ist ja gut, ne? Stimmt, dann kann ich die Dinge... Bis wir halt dann höher sind und das Endgear farmen. Es gibt halt leider kein, ich gestern schon erwähnt habe, kein Level-Guide für den Bild, sondern nur ein Endgame-Guide. Also, bis jetzt zumindest. Und dann... Lässt es dich nur die Endgame-Sachen looten. So, also, was haben wir hier? Hier haben wir gesagt, mit dem Tod auf, keine Ahnung, sehr, sehr hoch anscheinend. Dann haben wir hier bei der Sense. Welcher ist denn das hier? Das und das. Bei der Sense. Fünfmal das. Haben wir, glaube ich, oder? Ja, haben wir. Dann fertig mit dem Skill. Und dann das hier, einmal. Das hier, Endgültigkeit. Ernte tötet Gegner sofort, die unterhalb einer LP-Grenze liegen. 1% als ihre Max. Ja, das ist geil. So eine Art Hinrichten oder sowas. Okay, passt. Schön. Dann haben wir noch unser schöne Gestalt hier. Da haben wir jetzt zwei da rein. Jetzt müssen wir auf diese komische Rüstung. Wo ist denn die da oben? Rüstung, zack. In der Schnittergestalt erhältst du zusätzliche Rüstung, die proportional zu deiner Intelligenz ist. Okay, mehr Intelligenz, mehr Rüstung. Deswegen sind wir auf Intelligenz auch gegangen. Okay. Dann verstehe ich das. Ich habe nicht gecheckt, wann wir dann auf Int gehen, wenn wir eh nur Nahkampfwaffen haben. Okidoki! Gut, weiter geht's. Ein schöner Rabe hier. Okay, jetzt war immer so wenig.
Ist gleich dann wieder 1000 gleichzeitig kommen. Was ist denn mit denen hier? Ach, diese Raben, die schießen auf Range sogar, die Säcke. Guck dir diese Biester an. Oder Krähen halt. So grof. Okay, jetzt müssen wir das Inventar nicht mehr so voll kriegen. Ding ist halt, dann fehlt doch das Gold, aber macht nichts. Wird passen, glaube ich, so. Mit dem nicht blau. Und ich bin ja voll auf Cooldown Reduction später. Damit diese Gestalt halt länger hält. Komm schon, Kuh, warum? Warum? Spinnt Kuh. Nach oben links muss ich hin. Oh, wieder. Oh nein, wieder so ein Wichser hier mit seiner Scheißspucke. Im Mund gegen Betäubungen einfrieren. Ich glaube, das ist echt so way to go mit dem Loot so. Muss ich nur schauen, dass ich irgendwie hinterherkomme, dass der Loot auf mein Level passt. Dann geht das. Blau rauszunehmen ist vielleicht nicht das Schlauste, aber egal. Oh, jetzt bin ich in normaler Gestalt, scheiße. Welche Richtung beamt der denn? Hier lang? Macht der wieder so ein 360 oder was? Hä, ist der tot oder ist der irgendwo... Ist der vielleicht irgendwo hingegangen? So ein spezieller. Wieder so ein spezieller Fuzzi hier. Kuh, komm. Wow. Ja, lass mich halt hier Melee sein hier. What the fuck, der hat mich ja so aus der Gestalt gerotzt. So einer Scheiße hier. Oh na. Lol, ich habe gerade geschaut, wie ich die Taste E drücke. Ich habe gesehen, ich habe geschaut, ob der Goblin oder der Golem noch da ist. Und dann habe ich die Sachen nicht gesehen, die da fliegen. Ja. Ja, E-Taste, immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Jetzt habe ich hier die Gestalt wieder. Hey, wieso geht er so direkt auf mich? Wegen dem Golem. So, jetzt ist er weg, die Drecksau. Oh, da Kisten. Die hat man ja kaum gesehen. Diese Raben, hey. Muss ja nach oben. Ich hoffe, ich kann irgendwo oben jetzt... Irgendwo oben da jetzt abbiegen. Okay. Noch nicht. Oh, gerade die Gestalt gewechselt. Oh, oh, oh. Weg, du Wichser. Beweg dich. Oh mein Gott, Mann. Beweg dich halt. Oh mein Gott, diese. Weg. Irgendwie keine Taste. Nee, keine Taste zum Weggehen. Oh, noch eine Elite. Oh mein Gott. Jetzt hat Kuh hängt, ey, krass. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Gürtel, wieder mit drei. Oh. Machen wir erstmal die hier. Ja, also. Du bist denn so geslowt in diesem scheiß Laser. Das glaubst du gar nicht. Wenn du keinen Port hast, bist du halt am Arsch.
Das Ding ist halt, ob ich Blau auch wegnehmen soll. So. Das wollte ich ja nicht machen. Ich wollte irgendwas machen, bevor der mich angegriffen hat. Ich glaube, ich gesagt habe, hey, ich mach das dann nach dem. Aber ich weiß nicht mehr was. Okay, jetzt geht's in irgendeinen komischen Hafen hier, oder was ist das? Das ist ja so ein noch größerer. Also ein bisschen trifft mich das immer. Egal wie. Achso, den Gürtel wollte ich vergleichen, oder? Tränke zu finden, hast 3 Sekunden nach Trankeinnahme. Da kann ich aus euch werden mit der Gesundheit. Das ist halt schon wieder halt beschissen. Schon wieder beschissen eigentlich. Und ich muss irgendwie da lang. Irgendwie da lang. Das ist ein komischer Steg hier, hä? Ah ja, hier geht's weiter. So, guck mal, jetzt haben wir Level Guide hier, dann sind wir mit dem Loot hier. Okay, jetzt ist das hier Level und das ist an das Endgame. Ja, aber ich werde meine Skills jetzt trotzdem nicht ändern. Hauptsache der Loot, würde ich sagen. Key Leveling, yo, Skills, die lasse ich so dann für Endgame, das passt schon. Gearing and Side Quest Step. Yo, Blighting Staff, das ist halt auch Zweihand. Spell Damage, Damage over Time. Was? Increased Melee Attack Speed, Crit und plus 1 Attribute. 70 Melee Damage und hier hat der 19 Melee Damage. Ich hab ja jetzt schon 42, aber Spell Damage prozentual ist auch nicht schlecht. 1 bis 10. 20, diese. Hier bin ich, ne? Nein, nein, hier bin ich. Das ist ja für jedes Level. What the fuck? So, okay. Oh, das ist ja für jedes hier Early Monolith. Okay, sind wir jetzt hier. Useful to apply more poison stack and boss toxic spine rot. Okay, side quests. One passive hidden gems. Okay, Lootfilter. Lootfilters are critical last epoch highlighted all the related values unique idols. Okay. Download. Gut, dann machen wir das mal fürs Leveling, haben wir das. Last Epoch. Shift F. Machen wir mal meins. Ja gut, es kommt wieder ein neues dazu. Filter löschen, exportieren. Hier. Zwischenablage. Bestätigen. World Overlay Canvas 1. Level. Okay. Das ist Endgame, das ist Level. Das sind schon andere Sachen. Okay, Level. Passt. Nimm ich dann den. High Value Affixes Early Endgame. Und hier?
Level. Okay, passt, habe ich dann. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt so droppt. Kriegsschiff des Imperiums. Ui, das ist ein Schiff hier. Das ist bestimmt nett. Next Level, geil. Mal schauen, was jetzt hier droppt. Ob wir überhaupt Loot sehen. Okay, bis jetzt hier ist kein Loot gewesen. Was ich hin? Durchsuche das Schiff. Okay, gut. Dann das Schiff durchsuchen. Teil, ne? Ich habe nicht aufgepasst, wenn aus der Gestalt raus. Boah. Und dieser Laser einmal trifft außerhalb der Gestalt und mein scheiß Golem ist wieder weg. Nur noch solche starken Gegner, ey, Wahnsinn. The fuck, Alter. So starke Gegner. Okay, ich durfte das looten, also ist es ja nicht schlecht hier. 40. So unbedingt schauen, dass ich hier bisschen Gear noch krieg. X ist auch nicht aufgelistet, also jetzt gelb ist auch nicht aufgelistet, oder was? Okay, das ist ein Schild, gut, brauche ich nicht, stimmt. Das wollte ich auch rausnehmen, passt. Ja, nice. Ah ja, ich muss vielleicht hier außen rum, oder hier hohe Treppe hoch, okay. Okay, spricht wieder irgendeiner. Wieder so ein komischer Boss. Gut, dass ich diesen Fluch auch hinter so Wände machen kann. Das ist nice. Mein Golem stirbt ja auch extrem. Boah, dieser Schaden, Alter. Dieser Damage, der hier reinkommt von jedem. Was zum Fick? 1000 dieser komischen Kugeln da. Dieser Laser-Bastard, hä? So ein Laser-Fuzzi. Ja, ich geh gleich da rein. Oh, wie das singt. So, rein da. Drücke Shift F und ja, hab ich gesehen. Danke für den Tipp. Ich gehe mal gleich hoch, oder? Gestalt weg, Vorsicht. Okay. Das ist ein interessanter Weg hier. Jo. Das hängt jetzt die ganze Zeit an mit irgendeinem Puls. Oh, hier geht's nicht weiter? Das ist eine schöne Kiste. Na,
vielleicht nochmal durchlesen, auf welche Werte ich genau gehen soll beim Leveln. Okay, ich war hier oben. Jetzt muss ich hier lang. Ich muss in die Gestalt. Wenn ich in normalen Gestalt bleibe, bin ich sofort RIP. Geht nicht anders. Wenn mich einer hittet, bin ich weg. Schönes Labyrinth hier. Nochmal diesen Golem nochmal neu beschwören. Damit er wieder voll AP hat. Gestalt muss bleiben. Okay, der ging jetzt gut.